was in dieser Folge passieren wird. Lights out und wir gehen hier richtig toll weg. Das startet wieder Bombe. 95er K. Ich schwöre, Leute. Rufen einmal. Und ja, da wollte ich ein bisschen zu früh abdecken, aber dennoch, es hat hier noch gerade so gereicht. Das ist jetzt dieser heilige Moment, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Denn Checo Pérez scheidet hier aus. Das ist natürlich in einer Sicht bad für ihn, aber gut für uns. Denn jetzt kommt Safety Car. Wir dürfen beschleunigen und ab der Ziellinie dürfen wir grün gehen. Und damit ein herzliches Willkommen hier endlich mal wieder zu unserer F1 23 mit Team Gehre. Wir sind in Sanford in Season 3 und die Strecke war eigentlich immer toll und ich kann euch echt versprechen, im heutigen Rennen wird einiges passieren, mit dem ich absolut nicht rechnen werde. Und Perez wird eine Hauptrolle spielen, das kann ich euch schon mal sagen. Deswegen, ja, gucken wir uns mal an. Sanford, eine geile, geile Strecke, die wirklich Kultstatus hat, denn die gab es wirklich schon zu Beginn der Formel 1 Geschichte. 4,2 Kilometer, 14 Kurven, eine sehr kurze Strecke, 2 DS-Zonen, machen es aber dennoch nicht einfacher, hier zu überholen. Die einzige richtige Möglichkeit ist natürlich Start, Ziel, Turn 1, da wird es auch die meisten Überholungen über heute geben. Deswegen starten wir hier direkt mal ins Qualifying rein und das scheint eigentlich auf den ersten Blick schlecht für uns zu laufen. Aber unser Auto fühlt sich unheimlich gut an. Wir sind dann einfach all in all viel zu langsam und das ist das Problem. Der Kurvenspeed fehlt. Uns fehlt natürlich auch viel an Geld, weswegen wir hier gerade so ab der Hälfte der Season ein bisschen abstinken. Wer es gesehen hat, noch nicht, schaut gerne um rechts, weil das die Playlist verlinkt, aber gerade die letzten zwei, drei Rennen, da haben wir richtig an Boden verloren, gerade zur Konkurrenz. McLaren, Ferrari, Mercedes und auch die Red Bull ziehen uns eigentlich da vorne und wir sind ja aktuell noch immer noch WM-Zweiter. Das wird sich auch vermutlich nach diesem Rennen heute ändern. Let's go! Hier persönlicher Bestzeit, erster Sektor. Wir haben 4 Zehntel, fast 5 Zehntel im Delta, das ist sehr toll. Da könnten wir heute noch ordentlich was machen. Da könnten wir tatsächlich richtig Zeit noch gewinnen. 7 Zehntel. Da, Alter, wie geil ist denn das, Leute? Wir waren nur 6 langsamer beim ersten Run. Aber natürlich haben sich jetzt nochmal einige verbessert. Wir sind hier wirklich der Letzte. Ich habe eigentlich einen Versuch gestartet, bevor alle gefahren sind. Konnte den aber nicht durchziehen, weil mich ein paar blockiert haben. Und wo bleibt die Uhr stehen? Wir gucken uns das Ganze natürlich jetzt mal in der Startaufstellung an. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Stroll, Russell, Hamilton, Bottas, der Wissenschaftler, Perez, Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Verstappen, Hülkenberg, Joe, Albon, Tsunoda, Magnussen, Liam Lawson, Doohan, De Vries, Norris und Logan Sargeant. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Schlussendlich ist es dann P9 geworden. Macht mich ja ein bisschen traurig. Lights out und wir gehen hier richtig toll weg. Das startet wieder Bombe. 95er K. Ich schwöre, Leute. Es ist nicht zu glauben, wie toll eigentlich unser Start hier ist. Aber all in all sind wir halt einfach von der Komplett-Base her viel ganz toller Start. Wir gehen hier rein in die Steilkurve. Ein leichter Quersteher hier. Ich fahre auch wieder mit Traktionskontrollmitteln, was vielleicht auch ein bisschen Zeit kosten wird. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Es haben sich so viele aufgeregt, dass ich doch mal ein bisschen schwerer machen soll, dass ich doch mal mit Traktionskontrolle mitmachen soll. Und ja, jetzt mache ich das auch mal wieder. Ich habe eine neue Kontrolle, es macht unfassbar Spaß, mit dem das Ganze zu fahren. Und dennoch kommen wir eigentlich hier der Spitze nicht nach. Ich war im Qualifying fast 6 Zehntel schneller als mein Teamkollege, aber dennoch fehlt uns hier wirklich so viel Luft zur Konkurrenz. Ich konnte zwar einen guten Start hinhauen, aber all in all fehlt uns da wieder so viel Pace generell, auch aus den Kurven raus und so weiter. Die meiste Zeit verliere ich auf jeden Fall am Startziel. Das werde ich auch im Verlauf des Rennens eindeutig bewiesen bekommen. So. Und ja, ich muss halt echt versuchen, hier alles im Sektor 1, das ist nämlich der beste Sektor für uns, rauszuholen. Wir kommen hier einfach viel besser weg. Der McLaren, der zweite, der steht hier quasi. Und auch der eine Mercedes, der ist gestanden. Wir konnten da wirklich toll vorbeigehen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen einen Ticken später bremsen können, dann wäre ich vielleicht an Valtteri Bottas vorbeigegangen, aber nein, das ist glaube ich Stroll, aber das ist natürlich
Ja, wenn du dann noch zu spät an der Bremse bist, ist das vielleicht noch schlechter. Der Exit war eigentlich nicht schlecht, aber hier hatte ich einen kleinen Pendler drin, also so einen kleinen Rutscher, weil ich eben auch eine andere Linie gewählt habe, um mehr Schwung mit rauszunehmen aus der Kurve. Die hat aber total, ja, nicht funktioniert, weswegen wir hier immerhin auf den vierten Platz noch immer noch sind. Aber es ist halt jetzt auch schon zu merken, Runde 2, wir sind schon fast 2 Sekunden, 1,5 Sekunden hinten. Und die da vorne, die geben sich natürlich auch teilweise gegenseitig, es hört sich immer dumm an, gegenseitig Windschatten, aber natürlich hilft das, wenn einer vor dir fährt, der extrem schnell ist und dir dann auch noch Windschatten gibt. Wir haben halt leider hier gar keinen. Wir müssen halt unfassbar aus den Kurven rauskommen, sonst bin ich halt Geschichte. Die beiden Mercedes hinter mir, die werden es mir heute echt nicht einfach machen. Dahinter ist immerhin ein kleines Lückchen, aber ich denke mal auch, dass sich das natürlich noch im kommenden Rennen ein bisschen verschieben wird, diese ganzen Lücken. Also das ist sicher noch nicht jetzt in Stein gemeißelt, diese Abstände. Wir kommen hier auch gut aus dem ersten Sektor raus, aber wir sind trotzdem schon 1,7 Sekunden weg. Also, und wenn auch ein Lance Stroll hier auf dem dritten Platz easy going mithalten kann mit der Konkurrenz, uns davon zieht, dann zeigt mir das echt schon, dass der McLaren aktuell eine richtige Macht ist und auch erst ein bisschen in Richtung Spitze geht. Wir sind vierte Runde. Warum da unten alles rot ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein Replay aufgezeichnet. Und wie ich rausgekommen bin aus diesem Replay-Modus, war ich direkt, war direkt meine Runde komplett rot. Kein Plan, was das ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir müssen es halt mitnehmen. Ich kann es jetzt eh nicht ändern. Es ist, glaube ich, ein kleiner Bug von dem Game. Immer wenn ich in diesen Replay-Modus reingehe, ist danach die Map rot. Also auch wenn du respawnst, das ist danach die Map rot. Also das ist leider dumm gelaufen. Wir haben hier schon einen kleinen Zug gebildet. Auch wenn natürlich ein paar Lücken dazwischen sind, habe ich Wagon Bottas und beide Mercedes, die wir mir richtig dran kleben. Und das sieht man auch, diese Top 5 Autos, oder sagen wir mal diese 5 Autos dahinter mir, die drücken so arge an. Und ich merke halt auch wirklich, wie meine Pace zu wünschen übrig lässt. Hier rein, ja, da kannst du auch nicht reinhalten, Bro. Und da kommst du mir rüber fast, Valtteri Bottas und Hamilton. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Ich meine, der Trottel hält in dieser Kurve rein, wo wirklich nur eine Linie fahrbar ist. Weil natürlich auch links das Kiesbett ist und rechts die Mauer mit dem Gras. Also da geht kaum was. Jetzt ist im Rückspiegel ganz, ganz nah der McLaren zu sehen. Wir moven einmal. Und ja, da wollte ich ein bisschen zu früh abdecken. Aber dennoch, es hat hier noch gerade so gereicht. Ich habe einen richtigen Fanclub, der mir hier, der mich hier ein bisschen begleitet. Das ist ja krass, wie dieser Fanclub hier anzieht. Und ich bin wirklich pro Runde eine Sekunde langsamer als die Spitzengruppe. Muss man auch mal schaffen. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Pace-Verlust jetzt aktuell herkommt. Jetzt habe ich ein bisschen Luft mal zum Atmen, 1/8. Aber ja, es ist halt wirklich extrem, extrem schwierig, die da hinten zu halten. Und ja, auf die Vorderen will ich gar nicht reden. Aufzuholen ist sowieso unmöglich. Also ich muss da eher damit rechnen, dass wir heute nach hinten gehen, nach dem Boxenstopp, also dass wir nach vorne kommen. Es wird ein sehr interessantes Rennen werden noch, da bin ich mir fast sicher. Boxenstopp-Fenster ist ab Runde 12 offen. Ich will aber mindestens eine Runde länger draußen bleiben, denn ich weiß auch, dass die gelben Reifen nicht ewig halten werden. Und von der Lebensdauer her, von der Pace her sind sie langsam, von der Lebensdauer her ähnlich wie der rote Reifen. Also nicht, die werden nicht viel, viel länger halten können wie der rote Reifen. Ja, wir konnten uns jetzt mal ein bisschen absetzen. Anscheinend gehen auch endlich mal die Reifen der anderen ein. Der erste Red Bull ist drin, der macht sozusagen einen Undercut. Warum ist das wichtig? Der wird nämlich heute noch zu einem interessanten Faktor kommen. Da werden wir aber später natürlich drauf zurückkommen. Lewis Hamilton jetzt fast 2 Sekunden abreißen lassen. Keine Ahnung, was da jetzt los ist, aber anscheinend bekommen wir das erste Mal Zeit zum Durchschnaufen. Meine Zeiten sind jetzt nicht viel, viel schneller geworden, aber die der Konkurrenz natürlich jetzt auch nicht mehr, denn die Reifen sind gut. Jetzt heißt es wirklich nur noch über die Lebensdauer bringen. Wir sind vierter Platz hier, also von der Spitzengruppe war auch noch keiner in der Box. Die gehen aktuell in diese Kieskurve mit rein. Und da wird jetzt auch der ein oder andere abbiegen. Wir werden mal gucken, was die machen. Wenn da jetzt doch immer noch keiner in die Box geht, oder waren wir weit auf dem Körper drauf, wenn da jetzt immer noch keiner in die Box geht von den Jungs da vorne, werden wir noch eine Runde drauflegen. Und wenn nicht, dann gucken wir das Ganze mal an, wenn da nur eine Teilgruppe reingeht. Einer geht rein, das ist der Charles Leclerc. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der im Verkehr stecken bleibt, weswegen wir hier noch eine Runde weiter draußen bleiben. Und ich muss sagen, natürlich zum Schluss dann mit den gelben Reifen, die vielleicht
die man vielleicht noch ein bisschen mehr ausquetschen kann, macht das noch viel mehr Spaß. Also wir werden ja eine Runde noch draußen bleiben, haben dann noch einen runden, frischeren Reifen. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt von hinten nicht viel nachkommt, vom Undercut-mäßig. Ja. Wir waren ja generell, bevor diese Pitstop-Windows geöffnet haben, 2 Sekunden weg. Auch Max Verstappen ist hinter uns, den hat es mittlerweile nach vorne gespült. Aber der war auch noch nicht in der Box. Sainz, Stroll, die sind schon wieder aus der Box draußen. Und ja, Leclerc, der fährt hier schon. Jung, 3, 2, 1. Und da ist der Leclerc schon. Also der ist schon wieder vorbei und ist schon wieder 5 Sekunden weg. Und Perez hat die schnellste Rennrunde, hat sich rote Reifen geholt, das mit Weiß gestartet. Und hat uns hier alle hops genommen. Der ist jetzt auf einmal auf den 4. Platz. Der hat einen Undercut gegen die komplette Spitzengruppe gemacht. War jetzt auch nicht so schwierig. Ich meine, ich hatte nicht die schnellste Pace gerade im ersten Stint. Aber ich habe jetzt mit Pierre Gasly Gott sei Dank einen kleinen Puffer zu Max Verstappen, der uns hoffentlich ein bisschen hinten hält. Nope, so ist es nicht. Jetzt drückt nämlich auch schon der Pierre Gasly an. Der will hier rechts vorbei. Das reicht aber noch nicht. Jetzt wird mal Verstappen außen irgendwie was versuchen. Das reicht aber auch nicht. Ja, das kann natürlich heiter werden. Runde 17. Max Verstappen ist mittlerweile da. Und Pierre Gasly ist weg. Hier ist links Max Verstappen. Oh, da kommt es wieder zum Rücken. Es ist halt so beschissen. Ich sehe im Rückspiegel, ich schaue nicht unten in diese. Ich schaue mir nur oben in den einen. Und wenn ich dann einmal so ein bisschen noch abdecken will, ist er auf einmal da. Und dann kommst du so ein bisschen ins Pendel. Ich will da teilweise auch nicht irgendwie abdrängen oder so. Das soll jetzt auch keine irgendwie Ausrede sein. Es ist einfach quasi so, dass ich dann wirklich teilweise gar nicht so schnell reagieren kann. Dann kommt das Auto ins Schwanken und das macht dann halt auch einfach gar keinen Spaß. Runde Nummer 1, das war die Replay. Jetzt geht's in die Runde Nummer 6 Replay. Und da moven wir ganz spät, aber es war halt kein Moving Under Braking oder so, weswegen man hier einfach innen gut noch reinhalten kann. Da ist dann auch der Mercedes ja wieder durchgeschlüpft. Das ist aber generell auch immer wieder hin und her gegangen, hin und her. Runde 17, das war das jetzt mit Max Verstappen. Genau. Ja, da war ich echt, ja gut, von außen sieht das jetzt natürlich sehr asozial aus. Aber wie gesagt, wenn du dann wirklich einmal so rüber zippst, dann, ja, da ist wieder Verstappen da. Es ist halt Turn 1. Das ist eine richtige Asi-Kurve heute. Es ist keine Asi-Kurve, aber ja, wenn du kein Auto hast, das auf der geraden Schnelle so noch kein DRS auf den Vordermann bekommst, weißt du halt wirklich, dass du hier richtig am Verkacken bist. Und das ist mir leider heute schon das öfter mal passiert. Und ja, der Mittelsektor reißt zwar wieder ein bisschen raus, da können wir uns ein bisschen Luft verschaffen. Da kann auch kaum jemand überholen, denn hier musst du halt wirklich die eine Linie fahren, sonst ist es irgendwie vorbei. Ja. Gott sei Dank, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich so eine riesen Gap habe. Erstens mal, wie es die Alpine auf 7 und 8 geschafft haben, aber dass ich so ein riesen Loch zu dem Mercedes habe. Die haben mir ja richtig abgebissen hier. Da können wir wirklich vom Glück reden, dass wir ja zum Schluss noch ein bisschen Gap hatten zu den Jungs. Und wir sind in der Runde Nummer 20. Ich werde mittlerweile von einem Alpine und von einem Red Bull gejagt. Und das ist der Red Bull. Da werden wir, ja, innen vermutlich angegriffen. Nein, da kommt der Verstappen nicht rein. Und, ja, das war, ja, gelb. Das ist jetzt dieser heilige Moment, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Denn Checo Perez scheidet hier aus. Das ist natürlich in einer Sicht bad für ihn, aber gut für uns. Denn jetzt kommt Safety Car. Jetzt ist natürlich einerseits die Frage, gehen wir auf die roten Reifen, bleiben wir auf die gelben? Ich meine, einen guten 4. Platz, den wir jetzt ja quasi geerbt haben von Perez, ich glaube, den sollten wir eigentlich schon behalten, oder? Also ich erspare euch natürlich jetzt mal diese Sache. Es hat doch ewig gedauert, bis wir ja an der Konkurrenz dran sind. Denn die sind ja quasi fast 30 Sekunden weg und die hätten einen Free Boxenstopp eigentlich sogar gehabt. Denn die waren ja, wie gesagt, 30 Sekunden weg. Jetzt skippen wir mal das Ganze. Und da haben wir, ja, irgendwann mal nach einer Runde konnten wir diese 30 Sekunden aufholen zu Leclerc, Stroll und zu Carlos Sainz. Hören ein, sind sie jetzt hier. Ich will euch das natürlich zeigen, aber auch ersparen, denn der Restart wird episch werden und der muss er auch. Wir sollten wirklich vor das Risiko gehen, um hier einiges noch zu erreichen. Jetzt geht's los, Leute. Restart-Time. Wir platzieren uns im an den Hinterreifen. Ja, wir dürfen natürlich nicht vorbeigehen. In Wirklichkeit darf man auch nicht nebeneinander fahren, aber das ist im Game natürlich doch noch erlaubt. Also ja, hier lassen wir ihn dann mal wieder vorbei und hier müssen wir wirklich perfect timen. Zack, jetzt ist er über die Safety-Car-Linie. Wir dürfen beschleunigen und ab der Ziellinie dürfen wir
grün gehen. Und da gehen wir wirklich in Turn 1 rein. Ist es... oh mein Gott, for all snapovers die hier in Turn 1. War das eurer Meinung nach ein viel zu gewagtes Wohnmanöver? Eine Divebomb oder doch, ja, eine eigentlich logische Schlussfolgerung, dass ich hier wirklich all in gehe? Das war eigentlich für mich, wenn ich hier in Schlagdistanz bin, möchte ich eigentlich auch all in gehen, um wenigstens, ja, den dritten Platz zu holen. Aber dass ich hier noch den zweiten Platz nach fast 30 Sekunden Rückstand irgendwie holen könnte, das ist wirklich sogar ein Wunder, mit dem ich heute nicht gerechnet habe. Und das können wir wirklich nur Sergio Perez verdanken. Unsere Reifen sind jetzt auch natürlich im guten Fenster noch. Also wir sind ja nur, wir sind ja in 13. Runde erst reingekommen. Also das bedeutet, wir konnten hier einiges an Zeit gut machen. Es ist so toll. Wir haben es tatsächlich geschafft, hier den dritten Platz. Und da sehen wir den Restart hinter uns. Max Verstappen, die beiden Alpinen. Weiß nicht genau, was Mercedes gemacht hat, dass die so weit hinten sind. Aber der Restart war wirklich bombastisch. Der hatte so viel Bock. Wir hatten auch richtig ein gutes Timing hier. Hier war die Safety-Car-Linie. Und ab hier durfte man wieder beschleunigen. Und ab der Linie darf man dann natürlich auch wieder überholen. Wir konnten hier direkt reingehen. Ja, es war sehr gewagt, würde ich mal sagen. Ein sehr riskantes Manöver. Ich war auch unfassbar spät auf der Bremse. Ich werde aber auch jetzt mal Sainz, ich würde mal sagen, ziehen lassen. Weil ich sowieso die Pace von diesen Ferraris einfach nicht halten kann. Die sind so unglaublich stark. Da kann ich wirklich nicht mithalten. Das tut mir in der Seele weh, denn ich würde echt gerne da vorne wieder mitfahren. Aber so, schon so der halben Season konnten wir einfach nicht mehr mit der Spitze mithalten. Und das ist echt traurig. Anfang der Season hatte ich wirklich Hoffnung, dass das jetzt unsere Season wird. Aber nachdem wir jetzt hier in Mitte Season 3 immer noch nicht um den Titel mitfahren können, muss ich echt hoffen, dass am Ende echt viel Geld rumkommt, dass wir uns vielleicht mal ein paar... Wir sollten uns auf ein, zwei Abteilungen konzentrieren. Ich war für Aerodynamik und für Antrieb, das sollte in den meisten Fällen funktionieren. Strapazierficket scheiße ich jetzt mal auf Deutsch gesagt. Jetzt gehen wir aber mal über die Ziellinie und wir holen hier tatsächlich den zweiten Platz. Auch wenn es vermutlich für Diskussionsstoff sorgen wird, wie wir dorthin gekommen sind, kann man trotzdem sagen, wir haben es jetzt nicht unverdient da nach vorne geschafft. Was für ein geiles Rennen. Wir sind wieder endlich mal am Podium nach drei echt beschissenen Rennen. Jetzt Podium. Das war ein schwieriges Rennen auf einem Kurs, der absolute Konzentration verlangt. Aber das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht und zum Sieg geführt. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Wir teilen uns das Podium mit unseren Konkurrenznächsten in der Konstrukteurs-WM, aber auch mit Sainz, der aktuell jetzt den zweiten Platz übernommen hat. Leclerc verliert ein paar Punkte auf uns und auf Sainz, aber all in all sind wir immer noch Dritter in der WM und das ist echt toll. Lando nicht mal in den Top 5, 14? Das ist echt bitter. Schnellste Rennrunde mäßig waren wir auch 1,1 Sekunden langsamer, aber ich hatte auch so gut wie nie freie Fahrt mit den gelben Reifen. Und ja, Max hat ja die auch mit den Gelben geholt, das ist echt toll. Was? Perez war mit den Roten auf schnellster Rennrunde und Verstappen hat die mit den Gelben noch einmal getoppt. Das ist auch sehr unrealistisch, würde ich mal sagen. Aber gut, Sainz holt sich hier wirklich verdient den Sieg. Wir werden Zweiter und Stroll Dritter. Das ist wirklich interessant. Bottas Gott sei Dank nicht so weit vorne. Oder ist er überhaupt? Der ist ja nicht mal hier.
Vielleicht ist er dann auch nochmal im Verlauf des Rennens ausgeschieden. Guan Yu Zhou von 14 auf 10, das ist auch erwähnenswert. Also wirklich Top-Ergebnisse. Verstappen natürlich auch verdient Drive of the Day von 12 auf 14. Hier haben wir noch einmal die teaminterne Sicht und wir stehen hier Punktprozente gleich. Das ist auch sehr interessant. Beide 36%, 759.000 gibt es da wieder drauf. Für das Wochenziel 5.000 Schaden, das ist jetzt eher minimal, wahrscheinlich Flügelschaden oder Unterboden oder so. Das ist eigentlich Standard für Sanford, dass man hier irgendwo drüber rattert oder dagegen fährt. Die Strecke hat es halt auch wirklich in sich. Wir gehen noch einmal zurück hier und können uns wie immer nichts kaufen, obwohl ich 9 Millionen am Konto habe. Kann ich mir wieder nichts kaufen. Das ist schon wirklich bitter. Das ist echt, echt bitter, dass wir uns wieder nichts leisten können. Ja, hier aber... Warum sollte ich wieder hier irgendwie ein Team interne Scheiße reinpulvern? Wir brauchen endlich mal ein Upgrade am Auto. Wir haben 7000 Ressourcenpunkte, aber wir brauchen noch Level 3 in den meisten Abschnitten, dass wir generell irgendwas leisten können. Ja, getauscht haben wir erst letztes Mal. Ich glaube, da können wir uns mal ein paar Rennen Zeit lassen. Ja, Rivalen Verstappen oder Hamilton. Hier gehen wir mal auf 100 IQ, denn Verstappen ist aktuell wirklich aufstrebend in der Weltmeisterschaft. Und wenn ich mir den jetzt auch noch als Rival nehme, dann gewinnt zwei, drei Rennen und wir sind in der Weltmeisterschaft wieder im Platz hinten. Hamilton hat sowieso kein Land. Also vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder hier auf YouTube oder später noch auf TikTok. IT-Gaming schaut gerne, it's-Tobi. Und natürlich auch gerne auf IT-Gaming. Links mal unten in der Bio. Schaut gerne auch vorbei und das nächste Mal Teamvideo sollte dann morgen und übermorgen hier kommen. Und bis dahin und ciao.